Ja, Christoph Kunz ist mein Name. Ich bin jetzt hier seit März Professor für Information Engineering, was so viel heißt, das ist ein Begriff aus der Wirtschaftsinformatik, von der Konzeption bis zur Umsetzung von interaktiven Systemen. Und im Moment bin ich modulverantwortlich für das Fach Webtechnologie und ich gebe eine Veranstaltung hybrides Projektmanagement mit einem Fokus auf, wie mache ich Projektmanagement in der Produktentwicklung, wobei ich jetzt sagen würde, Produktentwicklung im Sinne von interaktiven digitalen Produkten oder vielleicht auch Dienstleistungen und Services. Also wie geht man da strukturiert, aber mit einem agilen Vorgehen ran. Und nebenher betreue ich noch mit dem Peter Thies das Technology Lab im Master und das Softwarepraktikum im Bachelor, wo eben alle Grundlagen mal zusammenkommen, wo man ein Projekt von A bis Z, von der ersten Idee bis zum Go-Live dann tatsächlich umsetzt. Auf Umwegen. Also ich bin ja ursprünglich Elektrotechniker, an der Uni Stuttgart studiert, also hartes Ingenieurswesen. Hatte dann auch eine Zeit lang als Java-Entwickler gearbeitet, weil ich schon immer so ein Faible für Informationstechnologie und Software Engineering hatte. Bin mit der Idee auch beim Fraunhofer dann eingestiegen, um zu promovieren und bin dort eigentlich in diese Fachrichtung Mensch-Technik-Interaktion reingerutscht, muss man so sagen. Und das hat mich eigentlich seit da nicht mehr losgelassen und jetzt die letzten 15 Jahre in der Industrie habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, wie im Bereich Usability, User-Centered Design, User Experience Design in unterschiedlichen Beratungs- und Managementfunktionen zu arbeiten. Und es ist ja immer stark eben an diesen interaktiven Digitalprodukten dran, die man dort konzeptioniert und die Anforderungen letztendlich erhebt, was eigentlich immer im Bereich Wirtschaftsinformatik war. Aber ich hatte dann auch seit 5, 6 Jahren auch mal wieder die Idee, wieder zurück in die Wissenschaft zu gehen. Und hatte dann auch immer rumgeguckt, wo gibt es denn spannende Positionen, die eben auch auf mich passen. Also es gibt, da muss ja so ein Match geben. Und dann gab es die Ausschreibung letztes Jahr für Information Engineering, was eben diesen Konzeptionsteil ganz gut abdeckt oder was auch so in der Ausschreibung drin stand. Und dann hatte ich mich beworben und es kam, wie es kommt. Ich hatte eine Einladung zum Berufungsvortrag, hatte den gehalten und dann irgendwann den Ruf bekommen. Also ich finde Wirtschaftsinformatik eben deswegen sehr spannend, weil es sehr interdisziplinär und branchenunabhängig ist. Also man kann sich von der harten Technologie, also wenn man eben stark in die Entwicklung einsteigt, kann man sich bewegen. Man kann ins Projektmanagement gehen, man kann ins normale Management gehen, man kann aber auch sehr fachbereichsnah arbeiten oder was ich besonders persönlich spannend finde, ist eben diese Schnittstellenfunktion. Was will man denn tun und wie tut man das dann auch, also vom Vorhaben her. Und da kann man sich bis zum Startup letztendlich bewegen. Ich habe ja noch nicht so viele gemacht, aber was ich im Moment sehr spannend finde, ist das Masterprojekt im Technology Lab. Dort beschäftigen wir uns mit Voice User Interfaces, was ja gerade so auch ein aktueller Trend ist in der Interface-Technologie, um sich eben mit Geräten zu unterhalten oder eben auch mit Dienstleistungen, siehe Alexa etc. etc. Und man stellt fest, dass sie sehr regelbasiert modelliert sind, also sie kommen recht schnell an ihre Limitationen. Und wir versuchen das jetzt mit einer kleinen KI, mit einem neuronalen Netz über bestimmte Lernverfahren, Reinforcement Learning, das dem Ganzen ein kleines Gedächtnis gibt, ein bisschen intelligenter zu machen, sodass der Sprachfluss und der Interaktionsfluss ein bisschen natürlicher wird. Und da bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt, weil vom Ansatz her ist es sehr interessant. Ja, ich habe ja noch keine, ich habe jetzt ganz unterschiedliche Anfragen schon jetzt zu Bachelorarbeiten bekommen. Eine Studentin beschäftigt sich mit Low-Code, also wie kann ich ohne groß zu programmieren eine Applikation generieren, sei es jetzt als Prototyp, sei es jetzt mal zum Vorführen, sei es aber auch vielleicht für ein Produktivsystem. Es wird sich dann zeigen, wie weit dass man da gehen kann, aber bis hin zu
einer anderen Studierenden, die eben eher ins Agenturgeschäft einsteigen will, im Bereich User Experience und Design. Also die auch dort sich hier mit den Fächern, die die HTM so anbietet, auch weitergebildet hat und eben dort einen Einstieg finden will. Also auch dort ist wieder die Bandbreite gegeben. Und ich persönlich freue mich natürlich immer, wenn man eben irgendwo irgendwie in so konzeptionelle Tätigkeiten einsteigen kann, wo eben auch mein Herz dafür schlägt.